heute hier, mein lieber Willingen, dass wirklich der gesamte Platz durchdreht. Lieber Willingen, wollen wir richtig eskalieren? Ja, das ist so ihr. Das ist Staub auf der Linse hier, ne? Okay, Mia, endlich angekommen. Wie motiviert bist du? Das Publikum ist ja schon wirklich am Kochen. Gleich die Hütte abreißen? Ich bin brutal, wirklich, also ich habe übertrieben krass Bock, weil wir wollten gestern Abend eigentlich schon nach Köln, damit wir dann hier so ganz entspannt ankommen. Und ich stand am Palmer Flughafen, meine Sachen schon so aufs Gepäckbank und dann Flug annulliert. Ist das super. Direkt, ja, wir haben schon gemerkt. Panik, ne? Bekommen. Oh mein Gott, wie komme ich morgen hin? Und wir haben wirklich, ohne Scheiß, wir haben keinen Flug gefunden, ja, und sind jetzt nach Amsterdam geflogen. Da hat uns ein Kumpel, der kommt so aus der Ecke Leverkusen, hat uns abgeholt, ja, und jetzt sind wir hierher gefahren. Also es ist total, total strange, aber ich bin einfach nur froh und dankbar, dass ich hier sein darf, weil also Viva Willingen ist schon sehr fein. Also es ist einer meiner liebsten Events. Ja, wichtig ist, dass du da bist, weil wir haben nämlich witzigerweise vorhin ein paar Leute interviewt und die waren schon so ein bisschen am Weinen, so wo du bleibst. Wirklich? Und die haben alle nach dir gefragt und wenn man gefragt hat, was du der liebste Act ist, dann ist dein Name ganz oft gefallen. Also du scheinst hier meine eine richtig Gang große... Ist am Start. Genau, deine Gang ist auf jeden Fall am Start. Mega gut. Ist ja auch sozusagen, wie gesagt, ein Heimspiel für dich. Weißt du eigentlich, wie oft du schon hier warst? Boah, Viva Willingen war ich jetzt, glaube ich, dreimal. Jetzt vierte Mal, glaube ich. Kann sein, aber ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Aber ist auf jeden Fall nichts Neues für dich. Ne? Doch, es ist immer was Neues. Es darf niemals ein Auftritt so sein wie der andere. Jeder Auftritt ist besonders. Auch wenn du, keine Ahnung, zehnmal hier stehen würdest, ist trotzdem jeder Auftritt immer neu, immer anders, immer geil. Also es ist immer Aufregung. Okay, und wenn wir jetzt nochmal auf die Auftritte zu sprechen... Man merkt, ich werde schon so... Ja, wir sind auch sofort fertig. Letzte Frage. Wenn man das jetzt mal vergleicht zum Ballermann, ist das eher so das gleiche Klientel, die gleiche Stimmung, das gleiche Feeling für dich als Künstlerin oder sagst du, das sind schon zwei verschiedene Welten? Es ist irgendwie verrückt, weil irgendwie ist es eine Welt, aber irgendwie sind es auch zwei Welten, weil auf Mallorca ist es natürlich so, im Bierkönig, das ist unser Wohnzimmer. Ja, du kommst da rein und dann ist es so, ja, ich bin zu Hause und da hast du halt wirklich alles. Du hast NRW, Bayern, Norden, Österreich, Luxemburg, Schweiz, Österreich, Deutschland, alles da. Wirklich querbeet alles. Und hier ist natürlich jetzt so geballt, hier so eure Crowd Sauerland, eher so sauer. Genau, also es ist eher hier so gebündelt. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu Mallorca einfach, dass da halt wirklich alles am Start ist. Ja? Aber von der Stimmung lässt sich hier auf jeden Fall nichts nehmen. Also die sind genauso krank wie im Bierkönig. Man muss natürlich dazu sagen, die letzten Jahre, ich weiß nicht, was heute passiert. Es hat sich auch bei den Leuten einiges angestaut. Jetzt während Corona und so, ne, da wollen die wieder richtig eskalieren. Deswegen mir gleich viel Erfolg bei deinem Auftritt. Dankeschön. Gib alles. Ich hab richtig Bock. Und danke. Also ich habe richtig hart Bock. Wir sind alle ausgehungert und das ist wirklich so, lasst mich auf die Bühne. Ja. Wir freuen uns. Geil. Danke. Okay, Micky, wie groß war die Vorfreude, wieder hier zu sein? Du bist ja sozusagen Stammgast hier bei Viva Willingen. Weißt du überhaupt schon oder noch, wie viel Mal du schon hier aufgetreten hast? Ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich war bestimmt schon 4-5 Mal hier am Start. Du wirst es wahrscheinlich besser wissen als ich, aber ich bin ja so viel unterwegs, 200 Mal im Jahr, da vergisst man schon, wie oft man hier in Willingen war. Obwohl es eine der besten Partys ist, die wir haben. Ja, es war ja jetzt auch eine lange Durchstrecke, ne? Man munkelt, du hast ja auch in der Nähe irgendwo eine Ferienwohnung und hast dich hier so ein bisschen niedergelassen, deswegen umso mehr ein Heimspiel oder ist das ein Gerücht? Das ist absolut ein Gerücht, also das Sauerland ist sehr schön. Ich habe hier früher mit meiner Familie in Willingen auch Urlaub gemacht, hier gibt es ein ganz tolles Kinderhotel, aber so viel gibt das Sauerland dann doch nicht her, okay, dass ich hier eine Wohnung haben müsste. Okay, verstehe. Und dein Auftritt heute, die Leute siehst du ja schon, die sind mega motiviert. Was meinst du, bei welchem Song performen die am meisten mit? Gehen die am meisten mit heute? Ach, ich habe ja mittlerweile 6 goldene CDs an der Wand hängen und wenn ich diese 6 Songs singe, dann kann eigentlich nicht viel schief gehen. Aber ich glaube, der Favorite wird natürlich wieder sein Jan Pillemann Otze und aktuell natürlich Eine Woche wach. Und in Sachen Reiß die Hütte ab geht doch bestimmt heute auch was, oder? Reiß die Hütte ab ist definitiv heute mein Opening-Song und damit wissen die Leute direkt schon, yo, jetzt gibt's auf die Fresse, jetzt ist Krause da. So sieht's aus, genau. Und bist du dann direkt im Anschluss schon wieder weg oder hast du noch ein bisschen Zeit, hier ein bisschen zu verweilen? Ich muss leider direkt nachher weiter. Ich habe heute noch einen Auftritt in Berlin und morgen bin ich schon wieder auf Mallorca. Oh Mann, ich sehe schon, volles Programm. Dann können wir uns ja geehrt fühlen, dass du dir kurz die Zeit genommen hast vor deinem Auftritt. So viel Zeit muss sein. Das stimmt, aber vielen herzlichen Dank, Micky. Sehr gerne. Okay, dann viel Erfolg für deinen Auftritt. Aufstehen. Kriegen wir hin. Danke, alles klar. Ciao. Sehr gut, Schatz.
Okay, Lorenz, wir sehen, du bist motiviert. Wie war dein Auftritt? Die Leute sind ja mega mitgegangen. Wir haben gesehen, es war ziemlich anstrengend wegen der Hitze, aber du hast die Stage gerockt, oder? Roar! Viva Willingen! 40 Grad, 44.000 Leute. Und ich mit meinen 43 bin fast umgefallen, weil es einfach unfassbar ist. Großer Respekt an alle vor der Bühne, an die ganze Party-Crowd. Ihr seid wahnsinnig und ihr seid so wahnsinnig geil. Und verdientermaßen ist das heute ein Spektakel. Nach dieser ganzen trostlosen, traurigen Zeit freue ich mich für Horst und für Viva Willingen, dass es so fulminant abgeht. Hat man gemerkt, dass die Leute das so ein bisschen vermisst haben, dieses Festival, dieses Party-Feeling? Du merkst es ja überall, egal ob auf Mallorca, in Bulgarien, bei allen Partys. Aber du hast hier gerade gemerkt, alleine der Kulisse. Es ist ja schon ein Hinkommen hier, wo du denkst, in so eine wunderschöne Region, bam, dann wird da so eine Bühne hingestellt, bam, dann kommen dann nacheinander die Party-Acts und die geben halt nicht auf. Ich durfte vor Micky Krause, Micky Krause jetzt da hinten reißt wieder ab und alles, was danach kommt, Mia, Julia und so weiter, Peter Wackel und so weiter, ist unfassbar. Also der Horst macht hier alles richtig und nochmal, ich freue mich mega für ihn, dass es so geil funktioniert. Wo ist denn für dich hier der Unterschied zum Ballermann, zu Mallorca? Guck mal, Mama Mallorca ist wunderschön, das Sauerland ist wunderschön. Die Parallele ist einfach das, dass wir hier hinkommen dürfen, ich als Stimmungssänger und Partyclown auch hier auftreten darf. Und das ist halt der Unterschied, einfach nur, dass die Region genauso schön ist, nur grüner und gerade und mehr Kühe und auch mega geiles Essen. Also ich würde auch privat gerne hier mal Urlaub machen, weil es einfach eine wunderschöne Region ist und einfach eine hammergeile Party ist mit hochgradigem Abriss. Hey, wir haben eine Pension bei uns zu Hause, du bist herzlich eingeladen. Wir wohnen auch auf dem Land. Mein Freund, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Wenn die Mama noch einen schönen Apfelkuchen macht, bin ich dabei. Ist allerdings 40 Kilometer entfernt. Ist egal. Du, okay, schaff auch. Heinrich, mein Lieber. Ja, hallo. Na, du bist ja heute schon aufgetreten. Wie war der Auftritt? Hast du dich gut gefühlt? Ist ich habe mich sehr gut gefreut, bei Viva Willingen wieder dabei zu sein. Und es macht richtig Spaß, dass es wieder losgeht. Hier am Rande vom Sauerland oder im Sauerland. Ich wohne ja so, die sagen immer am Rande vom Sauerland. Ja. Und ich fühle mich hier beheimatet. Und das ist mein Leben. Hier in der Natur zu stehen, bei vielen Menschen hier auftreten zu dürfen. Und es sind auch auf meinem Heimatort welche hier, die Völlinghäuser. Und aus vielen Orten nach Willingen kommt einfach alles rein. Das ist wie ein Zuhause. Das ist Heimspiel. Und man fühlt sich hier wohl, man gibt alles und die Leute feiern ein. Und das ist einfach mega. Ja, toll. Freut uns, dass der Auftritt so gut gelaufen ist. Sag mal, was sagt ihr denn mehr zu? Ist es eher hier die Bühne und direkt vor den Leuten spielen oder jetzt zum Beispiel das Sommerhaus der Stars? Was? Also ich mag alles. Die Bühne mag ich. Ja. Ich liebe nämlich die Menschen, die Tiere und die Natur. So wie meine Schafe. Mein Leben, ich gebe mein Leben für die Schafe. Also mir wird was fehlen, wenn ich meine Schafe nicht mehr hätte. Aber die kommen ja aus beiden, ist der Wichtigste. Aus beiden, die kommen ja aus beiden, 50-50%. Und der Sommer aus der Stars, da war ich ja jetzt noch nicht. Das war bei KDRS, bei Kampf der Reality Stars. Naja, ich meine das ja grundsätzlich, ob Fernsehsendungen oder Fernsehauftritte dir eher zusagen, ob du das lieber machst oder ob du direkt auf der Bühne stehst und jetzt vor den Leuten spielst und die entertainst. Also, ich mag beides. Das Fernsehen mag ich auch, um die anderen Leute, die nicht hier sein zu können, die können mich dann am Fernsehen sehen. Okay. Und ja, das ist die Kombination einfach. Wir Künstler, wir brauchen einfach dieses Drehrad. Das brauchen wir. Auf der Bühne stehen, im Fernsehen zu sein, auf Mallorca zu sein und hier bei Viva Willingen. Also dieses Rad, das muss ich einfach drehen. Und ich danke unserem Herrgott, dass dies wieder möglich ist nach der ganzen Corona-Krise. Dass da sagst wir du was. Hier bei Horst Schröder wieder auftreten dürfen, auch an alle Künstler. Was wäre Viva Willingen ohne Künstler und ohne Horst Schröder? Dann gäbe es kein Viva Willingen. Deswegen war ein ganz großes, dickes Dankeschön an den Veranstalter Horst Schröder, der dieses uns allen, den ganzen Menschen ermöglicht. Dem kann ich nur kommentarlos zustimmen, Heinrich. Das hast du schön gesagt. Ja. Und du hast eben im Vorgespräch gesagt, du hast noch 300 Schafe. Das managst du dann auch noch nebenbei, so neben den ganzen Auftritten und. Genau, das ist gar nicht so einfach. Ich habe jetzt die letzten Tage auch wenig Schlaf gehabt. Ja. Ich habe sehr viel Heu gemacht, weil das Wetter ist gut. Heuzeit. Wir haben 10 Wagen Heu eingefahren und heute fährt mein Vetter, der hilft mir noch, die fahren heute noch mal 2 Wagen ein, also von 2 Hektar. Und da wird das Heu noch gepresst. Für morgen meldet der Wetterbericht etwas Regen. Ob es so kommt, weiß man nicht. Wir können ja Regen gebrauchen. Und gut, dass es heute mal trocken ist. Der Horst Schröder hat ja auch schon vor Corona-Zeit viele Jahre
mit Regen hier gehabt. Ja, das stimmt. Und da hat er viele Regenschirme verteilt. Dieses Jahr braucht er keine Regenschirme verteilen, dieses Jahr kann er Sonnenschirme verteilen oder mal einen Wasserstauch in die Menschen halten. Also du hast dann heute Freigang und der Hof ist in guten Händen. Der Hof ist in guten Händen, die Schafe sind versorgt, die haben hier Wasser und hier zu trinken. Ich kann mich auf meine Freunde und meine Verwandtschaft sehr gut verlassen. Vielen Dank an meine Helfer, die mir dann immer zur Seite stehen und mir dies ermöglichen. Auch besonders einen Dank an den Bernhard Wolförster, der mir oft zur Seite steht und mir die Schafe betreut. Sehr schön. Ja, dann entspann dich heute noch ein bisschen, Heinrich. Ja. Und vielen Dank für das Gespräch. Ja? Bitte, bitte. Sehr gerne. Hallo, meine lieben Freunde und Fans. Ich grüße euch ganz herzlich und ich freue mich immer wieder bei euch sein zu dürfen und mit euch zu feiern und abzugehen und auch mal einen zusammen zu trinken. Bleibt alle gesund. Wir sehen uns irgendwo, irgendwann bestimmt wieder. Bis dahin, euer Schäfer Heinrich. Okay, Olli, du bist der Closing Act heute. Und wie ist die Motivation? Die Leute sind ja noch mega gut drauf. Wetter ist jetzt auch angenehmer. Ja, ich bin so froh, dass jetzt nicht mehr 35 Grad und Mörderhitze ist irgendwie. Ich hoffe, dass es ein schöner Abschluss wird für alle. Nach mir, also ich bin ja gar nicht der Closing Act. Der Closing Act ist, soweit ich weiß, ein Feuerwerk. Das kann ich nicht bieten, aber musikalisch. Das musikalische Feuerwerk, genau. Ja, natürlich nach Icke. Ja, jetzt, er hat jetzt erstmal alle zerlegt. Ich probiere jetzt die Reste aufzusammeln und noch ein bisschen entspanntere Melodien zu bringen und so. Ich freue mich einfach nur, weil wir jetzt seit über 2 Jahren halt auf diesen Termin warten. Normalerweise war das hier ein jährliches Klassentreffen, immer einmal im Jahr, Viva Willingen. Und jetzt haben wir zu lange darauf gewartet, aber jetzt ist es endlich wieder soweit und ich freue mich auf jeden Fall. Genau, du bist der Stammgast sozusagen hier, ne? Und wie du eben schon angedeutet hast, hat sich einiges angestaut bei den Leuten. Wir konnten es 2 Jahre nicht machen. Ja, und das, was sie nicht getrunken haben, wurde heute alles verzehrt. Genau, an einem Tag. Was denkst du denn, bei welchem Lied die Leute bei dir am meisten abgehen? Wo die Motivation so am größten ist? Ach, das weiß ich gar nicht. Also ich hatte eigentlich einen Song, den ich bringen wollte. Der habe ich jetzt gehört. Ist leider der Song, der unter dem Feuerwerk liegt. Das heißt, ich kann eigentlich eine sehr starke Nummer, die ich normalerweise immer bringe, darf ich nicht singen. Was mich sehr glücklich macht. So, und ansonsten, ich tippe mal auf Flugzeugebauch. Flugzeugebauch, ja, stimmt. Das ist klar, ne? könnte gut klappen, mal schauen. Ja, dann wollen wir dich auch gar nicht weiter aufhalten. Alles gut. Ja, ich glaube, Icke ist gleich fertig, dann geht's jetzt. Du musst jetzt ran, ne? Okay, also dann reißt die Hütte ab, ja? Wird gemacht. Okay. Hast du aufgehört schon, ne?